Ja, dann nehme ich mir das Teil mal am Tisch hier vor. Und zwar hatte ich mir gedacht, dass ich hier oben noch ein bisschen Landschaft behalten möchte. Das heißt, diese volle Breite hier oben behalten. Das werde ich fast ringsrum so machen. Und werde entsprechend hier, wo ich schon angefangen hatte, vorhin so ein bisschen zu schnitzen, rückwärtig gehen. Das heißt, es kann ruhig so bis in die untere Platte reinragen. Und dann ganz, ganz grob, das ist jetzt wirklich nur so, dass wir hier mit der Landschaft langsam runtergehen und hier vorne natürlich ein bisschen was wegnehmen, dass das hier eine schöne Ranke wird. Und ähnlich natürlich, jetzt muss man auch arbeiten, das heißt, da werde ich das versuchen mit einzubauen. Hier habe ich ein bisschen mehr angeklebt, dass wir da ein bisschen mehr, naja, verschiedene Strukturen haben. Auch hier würde ich versuchen, so runter, hier oben der Zipfel da eben lag. Und dann hier irgendwo wieder zurück nach oben und das dann hier ein bisschen ausarbeiten, dass wir hier in diese Deckplatte reinkommen, die ja den Spalt nachher verdeckt. Das machen wir erstmal grob. Dafür nehmen wir jetzt hier den Heißschneider. In dem Fall will ich mal gucken, ob das mit dem Draht ganz gut geht. So. Na, wie rum? So rum? Ne, andersrum. Eigentlich ist es fast egal. So, dann schalten wir mal an. Ein paar Sekündchen warten. Ich habe hier eine Abluft liegen. Da kommen wir noch ein bisschen rüber. Hoffentlich bringt es was. So, der Draht, der qualmt schon ein kleines bisschen. Was macht der? Qualmt der dann eigentlich, wenn das... Er raucht? Nee, Quatsch. Ist egal. So. Ja, ich jetzt mal was... Naja. So, dann gehen wir erstmal jetzt hier so ganz, ganz grob nach unten. Ich meine, wenn man hier ein bisschen zu viel absenzt, ist das so dramatisch auch nicht. Hier wird es ein bisschen schwerer, weil ich hier an die Seite, an die Stelle komme, wo ich da mit dem Heißleim war oder bin. Und der lässt sich natürlich jetzt nicht so super durchschneiden. Den ist ja die Wärme relativ egal. Man sieht es schön, ich kann hier richtig doll drücken. Dann gehen wir mal ein bisschen tiefer, so in die andere Ebene unten rein, dass wir von dem Kleberbereich ein bisschen wegkommen. Wenn es gar nicht geht, dann mache ich das halt mit dem Messer. Ich meine, was soll der Geist? Hier drüben merke ich schon, da hänge ich wirklich. Da hätte ich aber auch ein Stück tiefer gekonnt. Das mache ich mal hier hinten nochmal. So. Ich weiß nicht, kann man das hier unten sehen? Ja, ne? Zu dolle drücken ist ja auch blöd. Jetzt merkt man, jetzt bin ich komplett im Bereich der Platte als solches. Jetzt komme ich wieder in den Kleberbereich. Hier drüben sieht man es schön. Und da macht es sich natürlich ein bisschen schwieriger, aber das ist erstmal fast egal. Wie gesagt, das ist ja nur grob vorschneiden. Zu weit will ich jetzt auch nicht gehen, dass ich mir hier nicht mein Tunnelportalchen noch vielleicht kaputt mache dabei. Und da haben wir doch erstmal ein ganz schön großes Stückchen rausgeschnitten. Und ich denke mal, das kann man schon fast so gelten lassen. Und hier drüben natürlich schräg runter. So. Die richtige Gestaltung mache ich sowieso dann zum Schluss mit Spachtel. Ja, das ist sowieso jetzt hier nicht die Lösung, die ich mir überlegt habe, um Landschaft zu gestalten. Also aus Styrodur bzw. Hartschaum. Das ist nicht so die tolle Lösung. So ein bisschen können wir hier auch noch reingehen. Von der Seite macht es sich vielleicht ein bisschen besser. Nicht zu viel. So. Jawohl, das können wir so machen. Und hier drüben aber nicht zu viel, weil ich möchte jetzt hier nicht so eine totale Schräge. Das soll ruhig hier vorne ein bisschen anders bleiben. Ach, das reicht schon, dass man hier nicht an beiden Tunnelseiten so schräg runtergehen. Das sieht ja auch irgendwo doof aus. Ja, wenn wir jetzt hier solche Spalten sehen, wie da unten oder hier oben, das wird natürlich alles zugespachtelt. Da sieht nachher kein Mensch mehr. Aber der Schnipsel ist mir fast ein bisschen zu viel. Den machen wir mal jetzt weg. So. Zack. Ja. Und hier drüben, da muss ich natürlich, entweder bringe ich hier noch Material auf, will ich aber eigentlich nicht. Hier können wir ruhig ein bisschen weiter. Da will ich wenigstens mal dieses Muster hier. Ja, jetzt, ne, es geht. Es geht. Zu weit will ich nicht runter. So, ja, hier ist kein Kleber, das passt. Vielleicht noch ein bisschen weiter hinten. Das kann ruhig ein bisschen ruppelig werden, wenn das jetzt nicht gleichmäßig ist. Wenn man hier so diese Spalten sieht, das ist völlig egal. Wenn da sowieso wieder der Spachtel aufgetragen wird, dann interessiert es keinen Menschen mehr. Im Gegenteil, es haftet sogar noch besser.
Und hier oben natürlich, jetzt das mache ich nur, damit man mal ein bisschen, ja, gucken wir mal. Oben, wie gesagt, wollte ich nichts weiter wegnehmen oder nicht viel. Die Kante muss nicht unbedingt gerade sein da oben, aber auch nicht zu viel, weil da kann man ruhig noch ein bisschen Landschaft aufbringen, ein paar Steine aufkleben oder ja, hier oben noch was drauf machen, dass das Ganze ein bisschen, naja, Landschaft gestalten werden kann. Ich meine, man versucht ja sowieso jeden einzelnen, naja, Meterchen, will ich mal sagen, mitzunehmen und dann entsprechend das auszunutzen, weil je mehr Landschaft man bauen kann, umso schöner ist es doch unterm Strich. Ja, apropos Landschaftsvideos, das ist mir aufgefallen, die reinen Bastelvideos, die sind wahrscheinlich nicht ganz so interessant für euch. Außer die lieben, die immer sowieso bei mir mit kommentieren, wo ich mich übrigens sehr, sehr drüber freue, ist es aber wahrscheinlich nicht so das Ding. Aber ich meine, ich bin ja nun mal gerade bei der Landschaft, was will ich denn machen? Ich kann doch jetzt nicht hier plötzlich anfangen, noch 20 Meter Gleis zu verlegen, wo der Platz gar nicht da ist, damit das geguckt wird oder wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Und da mache ich mich jetzt auch nicht so verrückt. Aber es fällt halt nur auf. Ist mir so untergekommen irgendwo. Und ja, ich denke mal, so können wir das machen. Dann wechsle ich jetzt mal das Werkzeug. Na bitte, genau als ich jetzt das Gerät ausgeschaltet habe, hat es geklingelt und die Post hat was gebracht. Sehr schön, da habe ich wieder ein bisschen Material, was ich euch im nächsten Video zeigen kann oder in einem der nächsten. Jetzt habe ich mal hier vorne diesen langen Aufsatz drauf gemacht. Das ist also ein Schneider, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, der relativ langsam schneidet. Seht ihr das? Da kann man hier so ein bisschen Strukturen einbringen. Das kann man natürlich dann entsprechend so ein bisschen gestalten, dass man das nicht unbedingt wegmacht, sondern so ein bisschen verschmiert. Und während bei dem Kleinen, das haben wir ja vielleicht schon gesehen, hatte ich neulich ja gemacht, das ist natürlich relativ heiß und der brennt richtig schnell große Löcher rein hier. Aber das will ich jetzt gerade nicht, sondern ich will mal probieren, wenn ich jetzt hier so unterhalb das versuche, ein kleines bisschen steiler zu machen, das heißt hier so reinzudrücken. So, genau in der Art habe ich mir das vorgestellt. Wie gesagt, die eigentliche Struktur, die wird noch rausgearbeitet bzw. mit Spachtel aufgetragen. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen ein Mischbau wird. Da, wo ich vielleicht sogar recht zufrieden bin, kann man das vielleicht sogar schon mit diesem ganzen Dingens hier lassen. Aber so richtig schön wird das natürlich nicht, wenn man das hier so rausbrennt. Das muss man schon irgendwo mit dem Spachtel sich bearbeiten können. Aber für die grobe Bearbeitung ist das natürlich top hier sowas, ne? Das darf natürlich hier unten keine gerade Kante geben, ansonsten sieht es ein bisschen doof aus. Aber so ein bisschen Überhang hatte ich mir gedacht, kann das ruhig schon werden hier. Ich werde nachher mit dem Messer noch ein bisschen probieren. Ich möchte, wie gesagt, das nur ganz grob hier irgendwo gestalten. So, ja, Landschaftsbau ist immer so ein bisschen eine eigene Geschichte, habe ich festgestellt. Da scheiden sich irgendwo die Geister. Ich habe gesehen, dass manche das relativ einfach machen. Und relativ zügig das Ganze abarbeiten. Wobei ich mal finde, dass das irgendwo so ein bisschen mit das Wichtigste ist. Die Technik, da kann man sich ja dran aufhalten. Das sieht man ja bei manchen auch, so die Videos machen. Da ist so, wie ich immer so schön sage, über die Holzklasse kommen viele nicht raus und bauen da jahrelang. Und man sieht im Grunde genommen nur immer diese Holztrassen, was ich ein bisschen sehr, sehr schade finde, weil bei vielen ist natürlich der Verlauf der Strecke richtig toll. Aber wenn dann eben so Fahrvideos kommen und man sieht eben kaum Landschaft oder gar keine Landschaft oder nur fleckenweise, das finde ich immer so ein kleines bisschen schade, dass da eben nicht großartig da Wert drauf gelegt wird. Natürlich mögen wir alle Züge, sonst wird man das hier nicht machen. Aber ja, und da kann man aber ruhig ein bisschen in die Landschaft machen. Ich meine, viele von euch haben ganz fantastische Anlagen, wenn ich das mal so sehe in den Videos. Mitunter gebe ich auch nicht jedes Mal einen Kommentar. Das macht ihr ja wahrscheinlich auch nicht. Das ist ja auch gar nicht im Grunde genommen erforderlich. Aber gucken tue ich die natürlich immer. Das ist ja mal ein schöner Satz gewesen gerade. Gucken tue ich die immer. Ja, mache ich. Also das ist schon fantastisch, aber meistens schreibe ich schon was drunter. Ich meine, man freut sich ja. Ich freue mich ja auch, wenn ihr Kommentare bei mir schreibt. Da ist man ja irgendwo, gebauchpinselt. Nee, das ist man nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Man freut sich natürlich über nette Worte oder wie der gute Drehmann, der immer da. da könnte ich mich fast jedes Mal ausschütten vor Lachen, wenn der Gute was schreibt. Ich weiß gar nicht, wie er richtig heißt. Ich kenne bloß immer Trailman.
Und ja, ganz fantastisch. Also das ist, da freue ich mich immer drüber. Und ja, das ist natürlich immer wieder eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und viele von euch kennt man ja virtuell auch richtig gut schon dadurch. Ja, das macht natürlich irgendwo Spaß und das tut auch irgendwo gut. Man sitzt so alleine in seinem stillen Kämmerlein und bastelt vor sich hin. Wenn wir mal ehrlich sind, die Familie interessiert es meistens auch nicht, was man da so macht. Und ja, mein Sohn leider nicht. Da hatte ich nur gehofft, dass er sich ein bisschen mit dafür interessiert hier. Ich hatte ursprünglich mal den Gedanken gehabt, Mensch, das könntest du mit deinem Jungen mal später alles zusammen machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass entweder aber, also er ist eigentlich so auf der Traktorschiene, ja. Er ist da jetzt nicht so mit Eisenbahn. Das habe ich wahrscheinlich von meinem Vater eher mitbekommen, weil der hat früher bei der Eisenbahn, bei der Reichsbahn gearbeitet, in der Forschung, in den Halle. Und da habe ich als Kind natürlich auch oftmals dabei gesessen, wenn die mit ihrem Rechenzentrum da, ich bin ja aus der Computerbranche, und wenn die dann angefangen haben, dann mit Lochbändern zu arbeiten, das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Damals fand ich es ganz faszinierend, wie man da mit diesen gelben Bändern und den vielen Löchern drin, wie man da Daten übertragen konnte. Da musste immer noch ein Kollege, wie soll ich sagen, auf Dienstreise gehen und hat dann diese Lochbänder an eine andere Stelle gebracht, wo sie dann entsprechend da was ausgewertet haben, was auch immer die da übermitteln mussten. Das weiß ich nicht, das hat sich mir komplett entzogen irgendwo. Aber ich fand das unglaublich spannend und deswegen bin ich wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Eisenbahn reingewachsen. Da habe ich natürlich als Kind, wenn wir Ferienarbeit gemacht haben, habe ich dann natürlich auch meine Arbeit da, meine Ferien, mein Geld verdient irgendwo und konnte mir meine Hobbys finanzieren. Als ich älter wurde, hatte ich dann auch so ein Moped gehabt und das haben wir natürlich alle getuned und viel Spaß gehabt. Und das hat auch Geld gekostet, ja. Und naja, da haben wir halt ein bisschen, da wie gesagt, gearbeitet. Und da bin ich natürlich dann so ein bisschen in diese ganze, hier seht ihr, wie viel heißer das hier ist. Der schmort das so richtig gleich ein Loch. Manchmal, wenn man nicht schnell genug weg ist, brennt das noch tiefer. Ja, und dadurch bin ich natürlich zur Eisenbahn gekommen. Mein Sohn, wir leben hier auf dem Dorf, da rollen natürlich täglich die Traktoren hier bei uns vorbei. Und da ist er natürlich mit aufgewachsen und jetzt ist er natürlich selber in der Werkstatt, in der Ausbildung und lernt da seinen Beruf, dass er da Landmaschinen repariert oder so. Und er ist glücklich, das ist die Hauptsache. Wie gesagt, ein bisschen schade, dass er jetzt hier nicht mitmacht. Aber man kann ja niemanden zu irgendwas zwingen, um Gottes Willen. Und er kann sich ja völlig frei entscheiden, was er auch als Hobby macht. Und ich meine, in dem Alter ist es nur auch nicht unbedingt so, dass man da unbedingt mit seinem Vater da ständig zusammenhocken muss irgendwo, obwohl wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben. Ja. Ja, ihr seht schon, ich fummel jetzt hier so die ganze Zeit rum und so mache ich das im Grunde genommen alles Stück für Stück weiter. Das möchte ich euch jetzt hier gar nicht stundenlang zeigen, aber ich versuche eben so die Höhen und Tiefen hier irgendwo schon ein bisschen grob zu geben, damit ich dann entsprechend, wenn ich das dann spachtle, dann auch was ausspachteln kann, wo man eben sagen kann, hier geht es ein bisschen weiter rein, hier ist ein bisschen höher, so glatte Feldstrukturen hat man ja im Grunde genommen gar nicht. Aber es ist halt immer schwierig, so ein bisschen hier sich das grob vorzustellen. Das kennt vielleicht jeder, deswegen muss man da ein bisschen sich Zeit lassen. Und ich bin ganz froh, dass ich hier diese Teile abnehmbar habe, jetzt habe ich den Faden verloren, wie immer, ist ja furchtbar, dass ich mir das vorstellen muss, wie das später mal aussieht. Und das finde ich immer gar nicht so einfach, ja, wie man so bestimmte Landschaften sich so ausmalt. Ich meine, wenn man jetzt saugt er ab, wenn man sich so Gleispläne und sowas irgendwo, das ist ja die eine Sache, das kann man ja alles ganz gut am Rechner sich vorarbeiten oder wie auch immer. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht. Ich weiß aber, dass das die meisten von euch machen. Die haben da ihre Pläne alle schön gemacht und bauen dann entsprechend ihre Eisenbahn nach. Ich habe komplett mit Flexgleisen angefangen und habe mich dann durchgearbeitet. Wer so die ersten Videos von mir sieht, da habe ich einfach mal so ein Gleis, da habe ich ein Stückchen eine Holzlatte hinten an die Wand gepappt und habe da mein erstes Gleis draufgelegt. Und das ist heute immer noch so. Das ist da oben, wo Dobbingen bei mir ist, also die erste Landschaft, die ich gebaut habe. Und an dieser Stelle habe ich halt dann angefangen und habe einfach ein Gleis nach dem anderen gelegt. Ich habe mir da gar nicht so die Gedanken drüber gemacht, wie es mal werden soll. Für mich war einfach klar, ich möchte auf meinen begrenzten Raum, gut, ich habe wieder die zweite Zimmerseite noch, auf meinen begrenzten Raum möglichst viel unterkriegen.
Und das war mir wichtig. Und ich möchte aber keine Gleiswüste haben. Also ich möchte hier nicht, dass ich, wenn ich drauf gucke, eigentlich nur Gleise sehe und keine Landschaft. Das mag ja am Anfang ein bisschen bei mir so ausgesehen haben, aber jetzt, wo ich dann doch ein bisschen mehr in die Landschaft gehe, viele, viele Sachen auch verborgen habe und mit Arkaden und mit Tunneln, ja, obwohl ich muss mal noch sagen, was Tunnel angeht, das mochte ich gar nicht früher. Also ich habe es gehasst, was man so für Tunneleinfahrten, weil ich ja nur gerade den Tunnel sehe, was man so für Tunneleinfahrten auf einer Modellbahn hat, aber es geht ja gar nicht anders. Dann habe ich versucht, am Anfang das so ein bisschen zu gestalten, dass man, wie soll ich Ihnen sagen, nicht mit Tunneln, sondern dass die Bahn einfach zwischen so ein bisschen Gelände verschwindet. Aber auch das ist sehr, sehr schwierig. Das habe ich an manchen Stellen bei mir damals schon probiert. Aber auch das ist schwierig, dass das irgendwo... Naja, man, klar, wo soll das verschwinden und wo sollen die Züge am Ende hin? Und ich möchte ja nicht bloß einen Kreis als Landschaft haben, ja, sondern es muss schon ein bisschen irgendwo was bieten für mich. Und deswegen sind jetzt bei mir so wahnsinnig viele Gleise halt verschwunden, die irgendwo natürlich auch in Tunneln verschwinden. Aber ich habe es versucht, ein bisschen so zu machen, dass man die Tunnelportale nicht überall sieht. Zum Beispiel bei meiner letzten Arkade, wer sich erinnert, die graue auf der rechten Seite, da habe ich dann... so gearbeitet, dass der Tunnel praktisch hinter der Brücke ist. Denn die Tunneleinfahrt, die sieht man fast gar nicht. Nur wenn man weiß, dass da eine Tunneleinfahrt ist, dann sieht man sie auch. Also man sieht die auch so, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist natürlich dann recht nett und das gefällt mir dadurch ganz gut, wenn man da eben nicht so viel davon bemerkt. So, ich denke, wir nähern uns langsam der ganz groben Geschichte. Ich möchte auch nicht langweilen. Das ist heute mehr so ein Bubble-Video, hier habe ich das Gefühl. Weil das, was ich mache, ist also jetzt vielleicht ziemlich langweilig. Aber ich denke mal, es ist eine andere Geschichte von Video. Und das ist vielleicht ganz nett, zwischendurch mal ein bisschen was zu erzählen. Und wer so Fragen hat, immer mal rein in die Kommentare. Wie gesagt, ich freue mich daran. Ich versuche auch auf jeden wirklich immer einzugehen und zu antworten. Und ja... Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, ich weiß gar nicht, wie lange, ich nehme schon da viel zu lange auf und habe die ganze Zeit erzählt, ist ja furchtbar. Denke ich mal, dass es heute mal eine andere Art von Video war, was vielleicht auch mal okay ist. So, hier noch ein bisschen. Ich werde noch ein bisschen weitermachen, das werdet ihr dann sehen und entsprechend dann euch präsentieren, wenn es dann soweit ist. Jetzt muss ich hier ein kleines bisschen vorsichtig machen, dass ich hier nicht zu viel wegbrenne. Wie gesagt, ich will ja hier oben das so ein bisschen behalten, aber es soll auch schon eine Struktur hier reinkommen. Und dasselbe ist natürlich jetzt hier auf dieser Seite, dass ich hier so ein bisschen nur rein, weil ich möchte die Hinterkante hier so behalten. Das ist ja die Deckkante irgendwo. Hier ein bisschen wegnehmen, hier ein bisschen runter, dass wir so einen fließenden Übergang dahin bekommen. So. Es arbeitet sich gut mit so einem Stift, kann man nicht anders sagen. Ja, wenn man sich jetzt so ein bisschen eingearbeitet hat, das ist jetzt wie gesagt der mächtig dolle brennt. Aber wenn man so mit schnellen Bewegungen stelle ich gerade fest hier, ist das eigentlich auch eine schöne Sache irgendwo. Und man kann doch so ein bisschen sich die Landschaft malen. Natürlich, wie gesagt, so rund möchte ich es nicht lassen. Das mache ich jetzt zum Beispiel nur, dass das nachher dass der Spachtel da ein bisschen besser hält. Hier war wieder Kleber dahinter. So, ein paar Löcher rein, das passt schon. Und jetzt hier so noch ein bisschen so die Landschaft ausgleichen irgendwo. Das muss jetzt hier auch hinten nicht so absolut gerade sein. Das kann ruhig ein bisschen schief werden. Was ich machen werde, ist wahrscheinlich hier auch einiges mit meinem 3D-Stift nochmal in die Landschaft rein. Vielleicht mache ich sogar unten drunter. Das muss ich einfach mal ein bisschen ausprobieren, bevor ich da irgendwas mache. Was hier so braun ist, ist meistens der Kleber. Der Heißleim, sage ich schon, der Weißleim. So, hier machen wir so ein bisschen steiler hier drüben. Und hier noch ein bisschen abrunden. Und ich denke mal, so haben wir schon mal eine ganz schöne grobe Geschichte hier an Landschaft. Und vielleicht macht ihr das auch so. Vielleicht hat auch einer einen Tipp von euch für mich, wie es besser geht. Oder ich inspiriere manch einen, das auch so zu machen oder auch ganz anders, weil manche sagen, was macht der Kerl da eigentlich? Das sieht ja jetzt absolut beschissen aus. Ja, natürlich ist ja auch keine Landschaft modelliert bis jetzt. Es ist ja lediglich hier so ein bisschen rumgeschmorkelt hier. Rumgeschmorkelt ist auch so ein wunderschönes Wort. So, und dann würde ich sagen, dann lassen wir es an dieser Stelle erstmal.
Hier noch ein bisschen rein, das ist hier ein bisschen so an der Seite. Hier lasse ich natürlich wie so ein Schnitt zum Schluss stehen, als wenn das Ganze, Mensch, das räuchert aber auch, als wenn das Ganze eben da einen Schnitt durch die Landschaft gemacht hat. Anders geht das ja sowieso nicht. Ja? Und ich denke mal, so können wir es lassen. Ja, also lassen wir es erstmal. Und dann geht es natürlich weiter mit den ganzen Gipsen. Ich werde erst mal gucken, ob ich den Rest der Platten, ich habe ja unglaublich viele Platten da vorbereitet. Ich habe euch gar nicht alles gezeigt, was ich alles so gearbeitet habe. Ja, hier oben noch so ein kleines bisschen und den Rest kann man dann noch ein bisschen rausarbeiten. Merkt schon, ich finde kein Ende heute hier. So, aber jetzt, Uli, jetzt ist aber mal genug. Ist ja furchtbar. Kleines bisschen reinarbeiten. Je länger man an sowas sitzt, umso mehr Ideen hat man, was man noch so machen kann. Aber ich glaube, so reicht's. Sonst habe ich irgendwann nichts mehr übrig. Ja, ich denke mal, so kann man das stehen lassen. Hier noch, wie gesagt, die Seiten, das hatte ich ja schon gesagt, das kann hier so ein bisschen ruhig rausgearbeitet werden. Etwas schmaler noch sein. So, das sieht man sowieso nicht, weil der Blick, ihr habt es ja gesehen, man steht hier, man guckt so rein. Und ich denke mal, ja, das passt. Ich bin soweit zufrieden. Da bin ich soweit zufrieden. Alles klar, dann sage ich mal, macht's schön gut, bis zum nächsten Video. Wie gesagt, wer so ein paar Vorschläge oder Ideen für mich hat, immer rein in die Kommentare. Uli freut sich da wahnsinnig drüber. Und ja, wäre schön, wenn auch so diese Bauvideos ein bisschen mehr Zuspruch fänden. Aber gut, man kann es ja nicht erzwingen. Ja, jetzt ist aber genug. Aus, aus, aus. Macht's gut.